herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Immer noch mit Leo und bei mir, der jetzt gerade übrigens die Kamera entdeckt hat und denkt, das könnte mir gehören. Und deswegen wundert euch nicht, falls das Bild wackelt. Er hat sich jetzt gerade entschieden, die Kamera zu markieren. Ja, heute ist Freitag und heute ist der... Was ist eigentlich Freitag für ein Fastnet-Tag? Promiga-Freitag, ja. Ja, und ich habe euch heute eine Geschichte. Und zwar eine, wo mir wirklich lange Zeit noch, also eigentlich bisher, bis auch meine Eltern, keiner geglaubt hat, wenn ich ehrlich bin, was ich immer echt nervig fand. Ja, also die Geschichte haben sie mir geglaubt, aber die Sorge und die Angst dahinter, hinter der Geschichte, die nicht. Ich erzähle euch jetzt vom Fasching, als ich, wie alt war ich ungefähr? Und als ich war schon in der Schule. Acht ungefähr, zwischen 7 und 8 Jahre alt war. Da gab's, da gibt es bei uns in der Gegend oder vielleicht auch in anderen Gegenden, ich weiß es echt nicht, weil ich mich damit nie mehr beschäftigt habe. Ich habe da Verdrängung betrieben. Diese Tradition, dass die Schüler befreien. Und dabei sind dann immer Masken in die Schule gekommen. So, gut. Das ist der Anfang der Geschichte. Und dann geht die Geschichte weiter mit meinem Mom. Beste Mom der Weltgeschichte. Die beste Mom der Weltgeschichte hat dann den Lehrern seinerzeit immer gesagt, sie sollen doch bitte, ich bräuchte doch nicht die Schülerbefreiung mitmachen, weil ich könnte auch einfach an dem Tag nicht kommen, weil es gäbe ja keinen Unterrichtsstoff, es wird ja nichts gelernt werden und ja. Und die haben mit das, dass ich eben Angst vor Masken habe. Und zwar panische Angst vor Masken. Meine damaligen Lehrer aus meiner ersten Schule, in der ich war bis zur 6. Klasse, da gibt es auch noch eine Geschichte, aber die erzähle ich euch mal anders. Die haben meine Mutter aber irgendwie nie irgendwas geglaubt. Also meine Mutter hat ja viele Sachen gesagt, nach dem Motto, mach das besser nicht, weil meine Tochter hat da eben Ängste und ja. Gut, die zurückzuführen waren auf die Geschichte aus meiner Kindheit, aus meiner frühesten Kindheit und Ghetto-Leben auf der Straße. Das hat ein paar Macken hinterlassen damals. Ja, und dann war es so, dass meine Mutter gesagt hat, ja, ich hätte Angst und sie würde mich krank schreiben und alles und es wäre doch besser, wenn ich nicht hinging. Meine damalige Klassenlehrerin hat es nett gemeint, aber nett gemeint ist scheiße, ist die kleine Schwester von Scheiße gelaufen. Entschuldigt die Formulierung, aber ist halt so. Und hat dann gemeint, ich soll doch kommen, es sei doch nicht gut, wenn ich mich meinen Ängsten nicht stellen würde. Und ich soll doch dahin gehen und bla bla bla. Also ist nicht böse gemeint, ich mochte die Lehrerin auch, aber das war die dümmste Idee aller Zeiten. Ja, auf jeden Fall, ich bin dann hingegangen und dann ist mir versprochen worden, ich möchte betonen, es ist mir versprochen worden, ich sag's nochmal, mir ist versprochen worden, dass ich im Lehrerzimmer sitzen kann, dass ich keine Masken begegnen muss, dass ich keine Angst haben muss und dass das alles gut läuft. Ja, dann war es so, dass die Masken gekommen sind, ich habe die Geräusche überall gehört, ich war im Lehrerzimmer, ein paar andere Kinder waren auch noch da und ich habe mich eigentlich recht sicher gefühlt, dann einen auf Therapeutin zu machen und mir also mich zu therapieren nach dem Motto, man kann doch keine Angst vor Masken haben, das geht doch nicht und hat dann eine Maske reingebeten, doch bitte, sie möge reinkommen. Meine Reaktion war, ich war ängstlich, aber okay, es war eine, nicht so bedrohlich. Ja, nachdem ich dann mich etwas mit dieser Maske akklimatisiert habe, wollen wir es mal so formulieren, ja, kamen dann noch ein paar andere Masken reingerannt und ab dem Moment habe ich einen Filmriss. Und zwar den Filmriss meines Lebens. Ich glaube, ich habe Panik bekommen ohne Ende. Und alles, was ich weiß, ist, dass das Zimmer, also was ich noch von mir aus, was ich euch jetzt wieder erzählen kann aus meiner Erinnerung raus, ist,
dass ich dann, das Erste, was ich gesehen habe, war, wie meine Mom, also das Lehrerzimmer war so, dass wenn die Eltern dich abgeholt haben, dass man sehen konnte, dass meine Mom da den Weg entlang gelaufen ist und ich sie gesehen habe und mir gedacht habe, oh, Mami. Und dass ich dann riesen Hunger hatte und dass ich in einem Zimmer stand, das ultra verwüstet aussah. Also, ja, scheint nicht so gut gelaufen zu sein, diese Therapie-Idee. Entschuldigt, aber es ist, ja. Auf jeden Fall hat meine Mom dann mich abgeholt und die Lehrerin hat, oder war es denn die Klassenlehrerin? Ja, die hat dann zu meiner Mutter gemeint, es wäre doch ratsam, wenn ich eine Therapie machen würde. Zum Psychologen gehen würde. Und ganz ehrlich, die Sache, die ich mir bis heute denke, und entschuldige noch einmal diese Formulierung, aber in dieser Schule hatten sie ja wohl den Arsch offen. Die haben diese Vorgeschichte miterlebt und die haben mich trotzdem immer wieder zu Sachen gezwungen, wo meine Mutter gesagt hat, lasst es bleiben, meine Tochter kann das nicht verarbeiten, die mag sowas nicht. Und die kriegt da eben Sorgen und Ängste. Und ich fand es immer, das Schlimmste war, keiner hat meiner Mutter geglaubt, weil sie immer als nur die vertüddelnde Mutter gezählt hat, die mich ja so furchtbar in Watte packt und sie mich dann auch, mir auch furchtbare, also wirklich mir auch geschadet haben teilweise. Und wo ich heutzutage froh bin, dass ich das gut für mich verarbeiten konnte, auf die ein oder andere Art. Aber ganz ehrlich, ich hätte nicht zum Psychologen gemusst, ich hätte einfach nur nicht zur Schule gemusst an dem Tag. Das hätte mehr geholfen. Ja, und seit diesem Tag, also ich hatte ja schon immer Angst vor Masken, aber seitdem habe ich mir für mich geschworen oder auch für die Umwelt, zum Schutz von anderen und von mir, weil das eine der Regeln ist, mit denen ich groß geworden bin, dass bei mir immer ab dem... Da seht ihr Leo. Einfach mal so, mitten ins Bett. Hallo. Hätte auch mal Hallo sagen können, kleiner Spatz. Ja, und dass ich dann für mich und für andere einfach so mir geschworen habe, dass ich an solchen Tagen und zur Zeit des Faschings einfach nicht vor die Tür gehe. Ich gehe einfach nicht raus. Das ist für mich so eine Zeit... Da habe ich absoluten Hausarrest, nicht? Mhm. Ja, und ich halte mich da auch dran, weil ich einfach für mich persönlich dann denke, es ist das Beste. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das kennt oder ob ihr auch sowas, schon mal sowas erlebt habt. Und ja, ich wollte euch einfach mal erzählen, dass es tatsächlich Menschen gibt. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich diese Angst noch habe. Ich habe es nämlich seitdem nie wieder probiert. Aber ich weiß einfach für mich, ich hatte als ein Kind furchtbare Angst vor Masken, wirklich so richtige Panik. Ich habe eine Maskenphobie, könnte man sagen. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch solche Ängste habt, wo euch keiner glaubt, dass es die gibt, weil man sich es nicht vorstellen kann. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben Angst vor Spinnen, da gehöre ich auch dazu. Oder vor großen Orten oder eben vor kleinen Orten, vor Dunkelheit. Jetzt fällt mir noch mal an, aber da habe ich immer noch auch noch eine Phobie davor. Da habe ich jetzt gerade keine Lust. Ja, ihr könnt mir gerne das in die Kommentare schreiben oder ihr könnt mir auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich dachte, ich erzähle euch diese Geschichte mal, weil, ja, vielleicht ist sie interessant. Vielleicht auch nicht. Ich weiß das nicht. Ja, gut. Wir sehen uns dann wieder am nächsten Mittwoch zu einem neuen Video. Ich werde jetzt mal meinen kleinen Schnupperpoo hier drüben, der mich schon ein bisschen versucht anzuknabbern, etwas noch zu bespaßen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und auch wenn ich Fasching nicht so toll finde, nies einfach Mutti, lass es raus. Auch wenn ich Fasching nicht so toll finde, könnt ihr gerne, nein, eigentlich könnt ihr euren Fasching genießen, hoffe ich. Und ich wünsche euch einen tollen Fasching für alle, die dies mögen, für alle, die dies nicht so mögen wie ich. Wünsche ich euch ein schönes Vergraben. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao.